So, ich setze. Ich kann meinen Zug in der Theorie schon direkt wieder beenden, ne? Mal sehen. Ja. Ja. Nein. Ja, dann hast du. Nice. So, ich hätte Karten. Okay, ich setze eine Karte verdeckt. Und ich setze eine Karte verdeckt. Ach ja, und ich setze eine Karte verdeckt. Dann setze ich. Ach ja, eine Karte verdeckt. Dann aktiviere ich die. Verlorenes Paradies. Und ja, ich muss dann auch schon beenden. Ich setze das und beschwöre dein Lieblingsmonster, Jinzo. Oh no. Das ist voll die Waffe Jinzo. gegen mich. Angriff. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig kacke. Das tut weh. Das tut weh. Ist auch der Plan, mein Lieber. Ist hier nur scheiße gerade. Nein, nein, das tust du nicht. Was macht er? Ich habe gehört, das möchte ich nicht. Okay. Kann sowieso nicht angreifen im Spielzug. Ich weiß aber, ich habe die Karte genutzt. Ach, ist ja kein Duel Links, bringt da keine Punkte. Dann aktiviere ich schwerer Sturm. Oh no. Oh yes. Setz dieses Monster verdeckt. Nenn die Rini Verteidigungspolitik. Verteidigung bitte, danke. So, du bist dran. Okay. Oh, jetzt die Karte verdeckt. Und ich greife mal deinen Jinzo an, weil der ist mir im Weg. Du könntest ungelogen in meinem. Ich, das tut mir jetzt so hart im Herzen weh. Ich flippe Verwandlungskrug. Oh. Okay, von mir aus. Danke ich dir sogar ganz. Oh fuck. Oh fuck. Ich aktiviere Spalt. Dadurch kann ich der Monster zerstören. Oh So. Und ich beschwöre den legendären Jinzo. ich hasse dich. Jinzo, let's go! Oh nein. Ich hasse Jinzo. Aber er mag dich. Okay, jetzt aktiviere ich jetzt eine Karte. Nein, nein, das tust du nicht. Oh fuck, ich hab so ein doofes Gefühl. Ja, du brauchst dir So. keine Sorgen zu machen, du. Ich hab halt legit die Karte, um die es geht bei dem Duell, Ja. schon weggeworfen. Egal, ich setz Du hast das. Den. was schlimmer ist, du hast meine Karte, meine Trumpfkarte gerade einfach so weggeschmissen, so pup. Ja, hab ich Brauche gern ich nicht. gemacht. So, Jenso, Attack! Nope. Ha! Greift Jenso halt deine Kackmarke an. Es ist keine Du bist dran. Kackmarke. Die hat auch Gefühle. Es sieht aus wie Kacke, es riecht bestimmt wie Kacke, es ist Kacke. Sag. So was sagt man nicht tun. Aber ich muss irgendwie dann. Ich flippe mein Grabwächter-Spion, damit ich mir noch einen holen kann aus meinem Deck. In Computer die sagt nein. Verteidigungsposition. Und ich opfere den geflippten für Horus, der Schwarzflammendrache Level 6. Fuck. Okay, der wäre ehrlich gesagt nicht so schlimm gewesen wie alles andere. Horus, greif seine Marke an. Computer sagt Und au. Jinzo greift dich wieder direkt an. Au. Los, Herzerkarten. Ich aktiviere seinen Effekt, dadurch wird er zu Horus, der Schwarzflammendrache, Level 8! Ah! Ich will das nicht. Herzerkarten. Soll ich dir mal was ganz Spannendes sagen? N-n. Okay, dann nicht. Was denn? Ich setze diese Karte fallen. Du kannst jetzt keine Fallen mehr nutzen und keine Zauberkarte. Ich Willst du setze dieses flachsen? Monster und greife dich mit Jinzo direkt an. Los! Prank! LOL! Horus, auf ihn! Das ist so unfair. Du hast die
die richtigen Karten gegen mein Deck. Nein, wieso geht das nicht? Der Spalt vorhin, aber... Nein, ich hätte... Ah. Ich hasse dich. I love you too. Ich hätte jetzt eine gute Karte gezogen, die ich noch besiegen hätte können, aber naja. Jinzo, auf ihn! Oh. Horus der Schwarzflammen... warte. Nein! Das ist jetzt nicht passiert! Alter, weißt du was, du kannst mich immer am Arsch lecken. Blitzeinschlag, los! Leck. Ich hasse dich. Mach deinen letzten jämmerlichen Zug. Ja, das war's. Ich hätte dich so besiegen können mit diesem Deck, aber du, so, nö. Blub! Was macht Zahl? Annulliere die Effekte Zauber und Fallenkart. Nee, Zauber, Fallen und Effektmonster deines Gegners. Diskreativ werden und zerstöre sie. Okay, perfekt. Horus der Schwarzflammenrache Level 8. Destroy him. Ja. Schere, los. Nein! Die Schere besiegt alles. Die Schere schneidet dir die Hand ab, mit der du den Stein wirfst. Uff, hat er keine Lampe. Scheiße, was ist das für eine Hand? Ich rufe die fucking. Riesenratte. Quell der Wiedergeburt. Nein, tut es nicht. Ich setz diese Karte verdeckt. Hast du das gleiche Deck wie ich? Ich bin nochmal zurück. Nein. Na, ich meine, hast du das gleiche Deck, was ich vorher hatte? Nee. Ich aktiviere Statue der Schmerzmuster. Dadurch darf ich ihn beschwören. Mit keinen Angriffspunkten und 2500 Verteidigungspunkten. Du hast das gleiche Deck wie ich, du Lügenbaron. Wie vorher, meine Verteidigungsposition. Ich kann halt legit nichts machen. Ich aktiviere die verdeckte Karte. Verkörperung von der Popis. Was ein Popel? Nein. Aber der wird dir gleich ein paar Popel bringen. Nein, bitte mach das nicht. Warte. Falls eine Karte Spezialfang von einer Zauberkarte in die Monsterzone geschworen wird, sondern diese Karte Monster ist, kann es eine Karte auf dem Spielfeld werden zerstören. Oh, das schmeckt mir doch. Ich aktiviere den Effekt. Wähle diese Wichse. Ich aktiviere. Nein, das tust du nicht. Doch. Aber die bringt mir jetzt nichts. Na doch, ich muss Karten abwerfen, die vielleicht das Game retten könnten. Okay. Ich greife an. Und riskiere, die beste Karte wegzuwerfen. Oh. Achso, wenn du angreifst, ja okay, dann ist er clean. Ich beende meinen Zug. Hyperhammerkopf. Mhm. Oh nee. Was willst du jetzt machen? Nee, hör auf! Was zum Fick? Du hast einfach drei! Das wird wehtun. Das mundet mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, du hast sowieso was da liegen. Schattenzauber! Alter! Ich gehe direkt in die Battlephase. Greife mit Verkörperung von der Popis dein Kackmonster an! Au. Oh, scheiße. Wieso der Effekt ist nicht aktiviert? Ich setze diese Karte. Achso, das ist ja kein Monster, das ist eine Fallenkarte. Ups. Nee. Was? Nein, hallo. Das bringt mir nichts! Heck! Wieso? Das darfst du nicht! Okay, das darfst du. Ich aktiviere. Also, mein Spielfeld habe ich für voll gebombt mit irgendwelcher Kacke. Ich aktiviere Tiefsee. Tiefsee Tachelrochen.
Oh nein. Und kette meine Apope ist noch ran. Oh oh. Zwei Monster zum Preis von einem Zug. Angriffsmodus. Angriffsmodus. Nein. Ich aktiviere den Effekt von Statue der Schmerzmuster. Nein. Scheiße. Ich lasse es doch lieber. Okay, ich kann es doch abbrechen. Bekommen von Apopis. Angriff! Au. Tiefsee-Tachelrochen. Angriff! Alter, das ist, ich habe eigentlich ein Deck genutzt, was wo die Karten nicht alle passen. Also kannst du mich Odion nennen, ich werde dich jetzt mit Pfeilkarten kaufen. Odion! Sepp. Ja? Ich hab das Deck wie du. Scheiß. Mann! Oh, okay, jetzt muss ich dir ausnahmsweise mal danken. So diese ganze Karten, die du weggebombt hast. Komm von der Popis, los! Ach du Arsch. Ich hätte dir einfach dein Feld voll lassen sollen, aber ich will ein spannendes Duell haben. Hexenräuber, los auf die Riesenratte! Au. Oh nein. Wie kannst du es wagen? Ich aktiviere meine verdeckte Karte, Statue der Schmerzmuster und rufe sie in Verteidigungsposition auf. Magst du die nicht mehr angreifen? Nein! Nee, mit deiner Dingens da. Ach, du bist so ein Arsch. Sowas sagt man nicht. Ich beschwöre Dunkelheit beschwörender Herrscher. Indem ich die da opfer. Ich aktiviere den Effekt. Ich kann sie als Tribut anbieten, um Hammer und Herr des Tosenden Donners aufs Feld zu holen in Angriffsmodus. Das ist jetzt blöd. Du wirst trotzdem nicht angreifen. Ich aktiviere den Effekt im Friedhof, verbanne sie, damit ich mir nochmal einen von den drei Tollmonden Uriah hier der reißenden Flamme auf die Hand holen kann. Und nun werde ich nichts tun, weil du sie mir einfach auf die Hand wiedergeben kannst. Toll, oder? Ich habe die falsche Karte geopfert. Nein, tu das nicht. Der war doch so jung. Das tut mir jetzt im Herzen weh. Ich mach dir gerade mit einem Grand Bowl fertig. Ich kann nichts tun. Ich kann am Ende des Tages nur abwarten und auf meine Mauer hoffen, dass du die nicht durchbrichst. Weil wenn du da durchkommst, dann ist RIP. Ich aktiviere gar nichts. Zuflucht der Unterwäldler. Dadurch darf ich eine Spielmarke auf meinem Feld rufen. Und jetzt aktiviere ich was? Aha. Oh. Ja, okay. RIP. Setze ich die. Und ich beschwöre Visionsheld. Den hier halt. Aktiviere den Effekt, damit ich das Feld nochmal schön. Nein! Das
Sag mal, willst du mich immer mobben? Immer ruhig auf der Hand. Willst du mich mobben? Nein, eigentlich nicht. Warum? Hab ich aber so ein Gefühl gerade. Okay, los, mein geliebter Grandma. Nein, du das nicht. Er war doch nur so jung. Damit Step, ja. Wow. Ich muss irgendwie in einem Zug zwei Monster aufs Feld kriegen. Ich setze diese Karte verdeckt. Und ich, ja, beende meinen Zug. Okay, ich ziehe. Das Herz der Karten hat nicht gesprochen. Ich habe halt nur Level 10er Monster auf der Hand. Das ist richtig RIP, Alter. Boom. Das war ein richtiger Schaden, Alter. Ich aktiviere Tragödia. Nein. Fuck. Darf ich auf das Feld rufen? Mit 600 Angriffspunkte pro Karte auf meiner Hand. Hättest du mal den Grindelwald behalten? Hätte ich das mal. So. Das ist jetzt blöd. Ich opfere meine Fallkarten, damit ich, wie sonst hält, Hexenräuber holen kann und seinen Effekt aktivieren kann. Dadurch wird dein Feld geklärt. Nein! Hör auf! Das gilt nicht! Oh. Das bringt mir einen Scheiß. Dann greife ich mit Tragödia deinen majestätischer Mech Orca an. Aua. Und der Visionsset Hexenräuber greift dich nochmal an. Aua. Okay, Herz der Karten. Ich aktiviere gar nichts. Doch Feuer des jüngsten Gerichts. Da ich habe ich mit zwei Spielmarken aufs Feld rufen. Das ge- nichts was dagegen. Ich ja hier einmal hin und da einmal hin bitte. Tragödia. Direkter Angriff. Jetzt wird's gleich richtig wehtun. Ich aktiviere Zuflucht der Unterwäldler. Oh, du kennst die Karte ja schon, ne? Ne. Ich kann mir eine Marke holen. So, und jetzt werde ich meine Marken opfern für Raviel, Herr der Phantome. Fuck. Ich glaube, ich kann das nicht gewinnen. Dadurch aktiviere ich den Effekt. Ich kann mir einen... Wenn ich den wegpacke, okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich sollte Effekte lesen, ne? Mann! Okay, egal. Ich greife mit Raviel dein verdecktes Monster an. Nein! Du bist so ein Bastard. Ich gehe ins zweite Main Phase, setze das hier und das hier. Und dann darfst du wieder. Ich setze eine Karte verdreckt. Was verdreckt? Und greife dich direkt an. Ich aktiviere Elfenbox. Ich aktiviere den Effekt direkt. Nein. Ich sage Zahl. Ja! Ich verliere schon wieder. Das ist so gemein. Ich kann die Karte nicht opfern. Ich setze diese verdeckt, damit ich die beiden opfern kann. Für meinen Visionszellen Hexenräuber. Und ich aktiviere den Effekt. Schon wieder! Du musst es meine Hand sehen. Nein! Hexenräuber, Angriff! Au.
Und jetzt Herz der Karten! Die hätte ich gerade gebrauchen können. Mann, ich will doch nur mein extra Deck gucken. Okay, okay, ich gebe auf. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Nein, du gibst nicht auf. Okay. Das aktiviere ich. Ne, erstmal setze ich eine Karte verdeckt. Ich setze eine Karte verdeckt. Das sollte das beste Fusionsdeck werden. Guck mal, wie viele Fusionen ich habe. Siehst du das? Ja. So viele! Siehst du, da kann ich mir diese Scheiße hier aktivieren, wie ich will, denn ich habe keine Fusionen. Ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Toll! Auf meiner Seite sieht es auch nicht besser aus. Ich setze das. Ich setze diese Karte. Ich setze diese Karte verdeckt. Ich setze diese Karte verdeckt. Was wäre das gleiche Deck? Nein, ich setze das Monster verdeckt. Nein, garantiert nicht. Wow, jetzt rufe ich einen richtig coolen Elementarhelden. Ach ja, und ich kann immer noch nicht fusionieren. Ist das der Effekt, dass ich aktiviert habe? Hey, du hast doch eine Karte auf deiner Hand bekommen. Wie, du hast Angst anzugreifen? Ja, ging ja nicht. Keine Ahnung warum. So, jetzt. Attack! Ein Fisch. Okay, du bist. Ich aktiviere Auftauchen. Vielleicht kann ich meinen Dreibeinfisch wieder aufs Feld holen. Ich will es mit! Nein. So, dadurch kann ich den Effekt aktivieren, seine Stufe um 1 erhöhen. Hallo? Der hat irgendwie. Achso, okay. Der hat jetzt Stufe 4. Jetzt beschwöre ich Tiefseepotzer. What the fuck? Und jetzt überlagere ich meine beiden, damit bitte ich Nummer 101 lautlose Ehre Ark beschwören kann. Ark! Und ich aktiviere dazu noch rangsteigende Zauber, schnelles Chaos. Dadurch wird er zu einem Chaos Xyz Monster und lässt sich noch mehr zu fürchten. Ich bin Tadeus, Tadeus. Nummer Chaos 101 lautlose Ehre Dark. Na, wie schmeckt dir das? Sehr gut. Okay, perfekt. Dazu aktiviere ich noch Aquajet. Dadurch kriegt er noch 1000 Angriffspunkte. Dieses Deck ist sowieso von Arsch, weil ich nicht eine Fusionskarte drin habe. Lade sie ihre Dark, greift sein Stratos an. Ich habe gehört, das wird denied. Du weißt, das bringt dir nichts. Doch, doch. You see that? Fuck. Tada! Nein. Ich aktiviere Blasenproduzent. Dadurch bringt mir das nichts. Dadurch bringt mir das nichts. Ich setze Monster verdeckt und beende meinen Zug. Ja, mach das mal. Attack! Los, Attacke mit dunkler Magie! Dadurch wird der Monster zerstört. Wieso wird das zerstört? Nichts.
Na, bin ich zerstört. Ich beschwöre Sperrhai. Und ich greife das Ding da an. Ah, warum der immer? Oh, ich merke mir das nicht. Ich setze dieses Monster verdeckt. Nein, ich tue es nicht. Ich, Andy in eine Angriffsposition. Und greife sein, ja, dein Malicious an. Mann, au! Ich beende meinen Zug. Oh nee. Flaum spiel mal. Nein. Was? Nix, nix, alles gut, mach weiter. Du bist auf mein Trick reingefallen, ich aktiviere den Effekt. Ich bin sein Angriffspunkt zu null. What the fuck, ich werde sterben, nein! Was? Gott! Ich setze mich verdeckt und beende meinen Zug. Toll! Meine Angriffspunkte werden. Angriffspunkte sag ich schon. Meine Lebenspunkte werden jetzt jeden Zug halbiert oder. Oh Gott! Du rufst einfach. Nee, Plasma. Ich hab gehört, du darfst nicht direkt angreifen. Die Karte kann mich noch retten. Genau, melde dich nur noch schneller. Nein! Das kannst du nicht wagen. Attack. Ich setze diese Karte. Ich setze mal zu verdeckt und du das wieder. Ich darf wieder, das ist aber nett. Voll schön, wie du dich die ganze Zeit weiter ausmüllen tust. Ich werde es auf Deck K.O. spielen, ne? Nein! Du, das wagst du nicht. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus! Ich habe keine Chance mehr. Ich beende meinen Zug. Okay. Magst du nicht ein Monster rufen oder so? Ich hab ja keinen. Ich aktiviere meine verdeckte Karte, Blasenproduzent. Dadurch kannst du nicht direkt angreifen, wenn deine Monsterstufe 4 oder höher sind. Ich aktiviere Meerjungfrau. Ich beschwöre Meerjungfrauen. Hi. Ich aktiviere den Effekt. Okay, aktiviere den mal. War mein Plan. Nein! Dann beende ich halt meinen Zug. Ich beschwöre. Nein, ich setze dieses Monster. Und ich beende meinen Zug. Oh du. Arsch. Nein! Arg! Ich muss doch noch ein Monster Stufe 3 haben in meinem Deck. Alter, was? Der halbiert echt seine Lebenspunkte? Ja, ich beschwöre Hammerhai. Ich aktiviere seinen Effekt. Ich reduziere seine Stufe um 1 und darf Monster Stufe 3 oder niedriger von meiner Hand beschwören. Los, Riesenmaul. So. Dadurch kann ich. Gib mir eine Sekunde.
Ich beschwöre Nummer 71. Rebarian High. Ich aktiviere direkt den Effekt. Wenn ich ein Exis-Material abhänge, kann ich ein Exis-Monster aus meinem Friedhof beschwören. Und der kriegt auch eins. Und ich aktiviere den Effekt von Ehre Ark. Dark meine ich. Und Dankeschön. Es war sehr nett, mit dir Geschäfte zu machen. Dark! Einfach weiß kann. Na, jetzt nur mal zwei Karten verdeckt. Nun aktiviere ich Wiedergeburt. Du kennst den Effekt ja bestimmt, oder? Nein. Ich beschwöre Tiefenputzer. So, und ich aktiviere auch den Effekt von Tiefenputzer. Dadurch kann ich ihn als Tribut anbieten und eine Zauberfalle zerstören. Ich will mal diese. Zum Glück nicht die andere. Und ich opfere Rebarian Hai, damit ich starre Hai beschwören kann. Ich aktiviere den Effekt. Dadurch kann ich eine Rangstellungszauberkarte auf mein Deck legen. Ich werde sie danach auch ziehen. Los! Starrheit greift direkt an. Lautlose Irak, du auch. Und Dark, du darfst auch Vergnügen haben. Autsch. Du kannst dieses Duell nicht mehr gewinnen. Esther. Okay, vielleicht doch. Ach nee. Ja, das tut weh. Ich aktiviere. Nee, ich kann die gar nicht aktivieren. Sorry. Ich opfere den Starhai, damit ich den Adlerhai rufen kann. Aber ich müsste jetzt eigentlich den Effekt von mir nutzen können. Egal. Ich gehe in die Battlephase. Adlerhai. Angriff. Nein, das machst du nicht. Jetzt aktiviere ich meine verdeckte Karte. Laulose ihre Ark. Laulose ihre Dere. Lautlose ihre Dark. Ehre. Au.